Hallo allerseits. Ich habe mal hier so ein paar Flaschen von mir mitgebracht in Hause. Ein paar Flaschen, die wahrscheinlich jeder kennt, oder den meisten. Das ist einmal die relativ ledierte Nalgene von Guyot Designs. Mittlerweile wirklich schwer zu finden. Ich mag die sehr, die hat eine sehr dicke Wand, also sehr dick, also wirklich von hervorragender Qualität, eine kräftige dicke Wand. Dann habe ich hier die von Dave Canterbury's Pathfinder School, falls man das Zeichen sehen kann. Etwas dünner und falls man das sehen kann, das vergleichen kann, die Deckel passen schon. Man kann die schon austauschen, aber man sieht, das hier ist eigentlich fast schon scharfkantig im Gegensatz zu dem. Also die Nalgene für 15 Euro günstiger als die 35 Euro Flasche von Dave Canterbury und die Standard Nalgene 1 Liter. Und da komme ich gleich zu. So, diese Nalgene hat standardmäßig diesen Verschluss, passt aber auch der von Dave Canterbury's Pathfinder School oder Scout Flasche drauf. Dafür passt auf seine Flasche die von Guyot Designs drauf, der Deckel. Was ich finde, der bessere Deckel ist als der hier. Ich weiß nicht, wofür man hier so ein Loop braucht. Ich lasse die Flasche mal außer Acht. Es geht mir heute darum, dass es einige Leute gab, die gemerkt haben, nanu, auf die Nalgenes, die passen ja gar nicht mehr in den Tatonka-Becher. Das stimmt fast. Ich erkläre euch auch, warum. Zuerst dachte man, die Tatonka-Becher hätte man einer Schlankheitskur unterzogen, sodass die Nalgenes nicht mehr reinpassen. Das ist Käse. Das stimmt nicht. Denn man hat die Tatonka-Becher gelassen, die Nalgenes sind dicker geworden. So, und folgendermaßen, wie kriege ich denn jetzt den Tatonka-Becher oder die Nalgene in den Tatonka-Becher? Das ist relativ einfach und ich zeige euch jetzt wie. Einmal hier die beiden Nalgenes, die ja von den Abmaßen recht gleich sind. Zumindest gleich im Durchmesser. Das ist der recht ledierte Becher von Dave Canterbury's Pathfinder School. Da tue ich die Nalgene so drauf und habe damit einen Kochbehälter und stecke dann den Tatonka hier oben drauf. Und warum ich den hier oben drauf stecke, das würde ich auch machen, wenn ich diesen Becher nicht hätte. Ich würde den auch hier oben drauf machen. Erstens, der Deckel ist geschützt. Zum Zweiten, es passt besser drauf, denn ich habe hier Platz, den ich hier sonst unten hätte, habe dann praktisch noch hier oben ein bisschen Platz und kann darin, so, mehr mache ich nicht, kann oben Zunder reintun, Teebeutel, einen Beutel mit Kaffee. Habe also diesen Platz ausgenutzt, der da oben drin ist. Das gut, was hier oben drin ist, in diesem bisschen Platz. Man kann das auch ein bisschen weiter runter machen. Ist geschützt. Das nimmt nicht wesentlich mehr Platz weg, als wie wenn ich den Tatonka-Becher einfach so reinpacke in den Rucksack. Das funktioniert auch mit dieser Nalgene. Muss ich nur diesen Loop hier oben nach oben drücken. So, jetzt wollen wir mal gucken.
gehe ich mit dem Becher gerade über die 32, 32 Unzen und sehe, wie viel Platz ich noch hier oben habe. Ne? Das ist etwa 2 Finger breit. Wenn ich da ein bisschen mutiger bin, haue ich einmal drauf, ist es fest. So, und das passt. Dann passt auch die wieder rein. Da habe ich Getränk und Kochgefäß in der Flasche oder um die Flasche rum. Die Flasche wird geschützt. Und das war es eigentlich schon. Kein großer Trick, kein Abenteuer. Braucht ein bisschen mehr Kraft, weil durch das Runterdrücken entweicht Luft. Da das sehr eng ist jetzt mittlerweile, entweicht Luft und es entsteht ein Unterdruck. Den muss man erstmal hochziehen. Also nicht, dass man denkt, dass es durch die Friktion, durch die Reibung zu festgehalten wird. Nein, das Hochziehen wird erschwert durch den Unterdruck, der dabei entsteht, wenn ich den Becher runterdrücke, weil Luft entweicht. Hm? So, das war's. Also, es passt irgendwie doch noch. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.